Oh, hallo und herzlich willkommen im Microsoft Flight Simulator. Es geht hoffentlich heute. Naja, ganz ohne Bugs wird es nicht gehen. Es geht heute mit Bugs von Edmonton nach Vancouver, nach Prince George. Osprey Flight 980 Uniform ist bereit. Mein Co-Pilot ist erkrankt. Was soll das jetzt wieder? Welches Programm ist denn das jetzt? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall probieren wir jetzt noch einmal, das zu starten, aber ich glaube, das wird nicht laufen. Ist sehr schade, dass das nur läuft. Naja. Und er hat mir. Also der Microsoft Flight Simulator ist eine super Sache, wenn man sich immer die Einstellungen verschießen will. Ja. Er hat mir nämlich mal wieder. Hier alles Mögliche verstellt. Ich verstehe es nicht. Gut, jetzt aber ins Cockpit hinein. Wir gehen nach oben. Battery Master geht on. Externe Power darf an. Dann gehen wir durch hier. ATIS alignen. Power Supply geht on. Strobe of Auto, Nav und Logo Lights an. APU Master Switch geht schon mal an. Seatbelts on, No Smoking Signs on. Wir armen die Emergency Lights. Wir werden heute hier der Stelle nicht tanken. Wir starten die APU. Klingen trotzdem alles mal noch durch hier. Dann gehen wir hier hinein. Wir starten. Wir haben jetzt 12:30, das heißt, wir haben jetzt 12. Dann starten wir 13:05. Dann Mass und Balance. Dabei sind, gucken wir mal Catering Services. Catering vehicles are on their way. Das hier aus. Load Aircraft. Instant. Dann darf die APU available. APU Bleed geht on. Pack N, Pack 1. Pack 2 ist ready. Dann ATSU, AC-Menü, Flight Init und Init Request. Ist fertig. FMD. Init, hier gehen wir zurück. Received Message, ein Load Sheet, Prelim,
Akzeptieren wir. Und noch ein Load Sheet. Prelim akzeptieren wir. Init Request. Ist da. Wir sind BAX 980 Uniform. Kostindex 60, ja, Kostindex 60, wir haben es eilig, Light Level 360, IRS, Confirm. Turn die Winde mit Request. Und das sind sie. Und return. Next page. Wir nehmen das Prelim Load Sheet hier. Wir haben 5,8,6 Tonnen. Mit 21,3 Fuel Weight und ein Block Fuel von 6,6 Tonnen und zum Alternate haben wir 1,2. Schon beim Flugplan. Flightplan. Departure. Wir starten. 120. Und haben. Mission Climb von 6000. Wir starten mit Packs on. So, das müssen wir einmal kontrollieren hier. Wir haben 0 Grad Außentemperatur, der Windows 170 mit 4. So passt das. Ja? Und irgendeine Intersection hier? Nein, haben wir nicht. Wir rechnen das mal aus. Moment, Anti-Ice machen wir auf die Engine selbstverständlich drauf. Was soll das? Und die 6, 1 for 0, 1 for 0. 6, 1 for 0. 1. Zero. 1 down 0264. Clear. 1 Wellenstrich DN und 2. GPS ist noch nicht verfügbar. Und hier kann man noch eine Null eingeben. Dann passt das. Immer noch kein Loadsheet an Bord. Ich hätte gesagt. Wir lassen mal. Und Boarding requested. Hier im Edmonton International. Und dann gucken wir uns die Chart an. Gibt es tatsächlich gar nicht so viel zu sehen.
Die Takeoff-Performance-Berechnung war ja schon zu sehen. Ja. Do you want a board crew? Passengers boarding starting. Wir starten auf der 020 Richtung Südwesten. Initial climb bis 6000 feet, ja. Und ich hätte gesagt, bei 4-5 spätestens drehen wir auf unserem Direct zu unserem ersten Route-Wegpunkt. Ja. Relativ einfacher Abflug. Hier wird auch schon fleißig gerollt. Eine wunderbare Sache. Ansonsten stehen wir hier am Gate. Wechseln hier raus über Victor auf die U0. Mal gucken, vielleicht wollen wir auch das mal gucken, wie wir wollen. Wahrscheinlich ich. So war das. Dann warten wir mal das Boarding ab. Und dann geht's gleich weiter.
Boarding completed, sage ich. Jetway fährt weg. Ah, wir haben die das endgültige Loadsheet erhalten. Akzeptiert und ready. Wir werden The icing vehicles are coming now. Die icing? Und beacon on. Confirm aircraft is ready for treatment. X1 and 2 geht auf. Sieht man oben auf meinem. We begin treatment now and observe. Fluid type 1. Concentration at 50%. I will call you back when ready. Ah, die Maschine hat über Nacht hier draußen gestanden. Das müssen wir jetzt schon machen. De-icing and anti-icing completed. Anti-icing code is fluid type 1. Concentration at 50%. I'm disconnected. Good day. What? Icing conditions, please stand by for engine start until push completed and brakes set. Hello, Captain. We are ready for pushback. Departure check completed. Bypass pin inserted.
locking gear. Release parking brakes. Commencing push. Due to icing conditions, please stand by for engine start until push completed and brakes set. Du packst wieder an. Bin ich mal gespannt, wo er mich hindrückt. Ja, von mir aus kann ich mit leben. Ne? Set parking brakes. Start engines first, then use the GSX menu to confirm a good start. Dann starten wir Engine Number 2. Ins Cockpit hinein. Engine Number 2 ist gestartet. Wir starten Engine Number 1. Cockpit to ground. We have a good engine start. You can disconnect. Flaps 1. Das ja. Unlocking gear.
Tow truck disconnected. Bypass pin removed. Left is clear. Right is clear. Already help you off. Done. Taxi lights on. Runway turn off lights off. On. Well, rollen wir mal nach links weg. Und hier nach rechts. Done. Engine land here, let's get on. Ah, dann wollen wir zum Ende der Startbahn, hätte ich gesagt. Wundervoll. Und Ignition geht noch. Und wir setzen noch unsere Trimmung auf. Da. Gut.
Okay, dann Landeleit, Scheinwerfer gehen an, Nussleit geht an, Strobe geht auf an. Edmund und Trelle, Trelle. Oh, das war Quatsch. Edmund und Treffy, Gosprey 980, Uniform, Lineup, Runway 20, and then take off. Traffic inside. Like 64 degrees that. And V1 and rotate. Positive right and gear up. And we send it aloft. Yeah. Now autopilot one on. And give that one. No? Dann nehmen wir gleich die 360 ein. Thrust Lever auf Clamp. Und wir können direct in die Insert. Da, ja, die Ground Spoilers disarmen. Dann, oh, sind die alles auf, oder? So, die Nose Lights auf, die Runway Turn Off Lights gehen auf. Die Flaps ab.
Das ist ganz faszinierend, ja. Wieder mal. Tausend Fuß, die Landescheinwerfer einfahren. Eine Stunde 31, sagt er mir aktuell. Es wird ein bisschen schneller gehen. Aber tatsächlich über Vancouver, glaube ich, ziemlich bescheiden. Das Wetter, was ich eben so gesehen habe, es sah nach Regen aus. Ist relativ dicht hinter mir, Knecht. Vor mir auf 2000 Fuß, unter mir ist auch eine A321. Und es geht hoch. Liegt sich recht ruhig, das heißt, die Seatbelts gehen auf. Vielleicht. Jawohl. Und wir setzen Standard Pressure, passing Flight Level 185 now. Wie man auf der Karte unten rechts sieht, ist ein 737 hinter mir.
Na, gucken wir mal. Hey, YVR. Aktuell in Vancouver so angeflogen wird. Das mache ich eigentlich immer. Sieht man hier. Ja, ist auch gut. Ich gucke immer auf Flightradar, wie angeflogen wird hier. Hier kommt eine Air Canada rein. Die kommt von Brisbane, fliegt nach Vancouver, ist schon 11.000 Meilen geflogen. Und die scheint auf der linken anzufliegen. Hier. Auf der 08 Left. Und dann werden wir das ähnlich handhaben. Und ansonsten scheint da noch gar nicht so viel los zu sein. Die ist auch irgendwo anders her. Was ist das hier? Ja, keine Turboprop. Und ansonsten gibt es da noch ein paar. Was ist das hier? Vancouver Harbor Water Airport. Ja, da gibt es einen Wasser Airport. Hier gibt es Vancouver Pottery Bay Airport. Aber wir fliegen den International hier. So sieht es aus. Und zurück. Knoten Gegenwind und der Gebirgszug, über den wir drüber müssen. Ja. Hier sieht man auch die Maschine, die hinter uns ist. 2500 Fuß unter uns noch. Ja. Ist insgesamt gar nicht so weit, ja, nach Vancouver hier. Lassen wir uns mal überraschen, ja. Dann guck ich. Dann blend ich es doch einfach mal ein. Arrival, E08 Left. Ich hätte gern Alessa Approach, weiß ich aber noch nicht. Was sagt unser Flugplan? Letzter Wegpunkt ist Booth. Booth. Da müssen wir mal gucken. Ja, das ist. Hier, Booth. Da haben wir mehrere Möglichkeiten. Die. Kanu. Genau. So war's. Wir nehmen die Kanu 5 Charlie. Die Runway ist 3200 Meter lang. Wir so war was. Das kann man auch schon mal einprogrammieren hier.
Balbinlo. Wer Stern auf 4000. Und jetzt. Und dann rechnet der mir wunderbar aus, ne? Wie es läuft. Auto. Und dann kannst du eben wieder rein. Und. Hier habe ich vergessen. So, Platz. Was? Und Auto. Und leichte Wolken, aber hier ist 51 Grad draußen, das ist kein Problem hier. Weil es so ist. Ja? Ab minus 40 Grad eist eigentlich nichts mehr draußen. So, wir erreichen gleich unsere Reiseflughöhe.
Okay, Reiseflughöhe ist erreicht. Wir gehen kurz unten. Stellen das hier auf All. Und an der Stelle mache ich eine kurze Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Wir nähern nun zu unserem Top of Descent. Wobei der hier weiter hinten ist. Ich muss mal gerade noch reingucken. VTEF below 2-10. Das passt eigentlich soweit. Ja. Gucken wir uns den Chart an. Unser Arrival Chart hier, Canuck 5 Arrival. Von Booth kommend nach VTEF, dann hier Lanne zwischen 10 und 14.000 Fuß, dann hier above 10.000, 8.000, 5.000, 3.000, wobei ich im FMS vorgegeben habe, hier bei 4.000 Fuß zu sein. Das ist Quatsch, die brauchen wir nicht. Geplant, dass das ALS hier weit left am Ziel und ein ALS Approach. Ja. Wir haben theoretisch keinen Cut, nee, wir haben Cut 3A ALS und Cut 2 ALS für Autoland. Ja. Wir machen K2 Approach auf. Na, das gucken wir uns gleich an. Ja. Auf die Zero Atlant. Ist der Plan. Der erste Descent auf 4000. Schon mal ein hier und dann kann es auch gleich runtergehen. Die Boeing ist auch mal in dem Descent. Ich habe noch eine, wie gesagt, noch eine 737 hinten dran und noch ein A321 hinten dran. Wo die runtergehen, ich habe keine Ahnung. Von Norden kommt noch ein Delta Airlines, der wahrscheinlich, oder warte mal, der geht da nicht hin. Ansonsten ist hier im Allgemeinen nicht viel los. Im Moment startet noch gerade jemand. Ja, so machen wir das. Ansonsten noch etwa 20 Minuten bis zum Ziel. Ein Ticken länger nehme ich an. Ja? Ja, die Boeing ist im Descent tatsächlich. Das heißt aber auch, die wird langsamer. Wir gehen schon mal nach unten, hören hier auf Below. Ja. Aha. Dann gucke ich mir mal gerade noch Wetter an.
Service-Sicht ist fast 10 Kilometer. Der Wind mit 90 bei 9, das wird passen. Paar Wolkenlayer, 9 Grad Außentemperatur, das sieht doch gut aus. Head out. Ja, die Boeing ist schon unter uns. Wir gehen auch gleich runter. Nummer 2. Ups. Ordentlich Gegenwind auf jeden Fall. Fast 90 Knoten von vorne im Moment. Hier wir doch mal runter gucken. Auf Page Next. Unit for Ort ist 1014. Report 9. Der Wind 90 bei 9. Was hatten wir gesagt? 113. Radio Altitude. Wir machen mal eine Konf-3-Landung. Ja. Und. Boeing ist immer noch unter mir. Wobei durch den Gegenwind gerade. Wie etwas. Schneller fliegen. Konstant bei 10.000. Das passt. Das kann man schon mal anmachen. Mittlerweile sind wir tiefer wie die Boeing. Müssen auch wieder Schub reinnehmen. Landing Lights. Das kann schon. Genau. Und da kommen wir rein.
der Wind sich dreht ein bisschen. Und das geht jetzt relativ zügig runter, muss ich sagen. Und geht gleich in die Wolken hinein, sage ich. Dann Engine nannte ja jetzt geht on. Idle sind wir hier nicht. Und dann gucken wir gerade einen Flightplan rein. Return. M-Kamm. Das lassen wir so. So, dann. Lokaler Luftdruck bei 1014 ist eingestellt. Und dann drehen wir hier schon mal eins näher ran. Oh, das ist gut Verkehr. Ne? Jetzt versucht der Speed abzubauen. Wir machen Seatbelt Science an.
Dann zoomen wir mal noch eins ran, dass wir eventuell eine andere Flieger sehen. Die alle weg oder was? Ja. Und okay, das war was. Ah, jetzt kommt die der Pröbel langsam wieder runter. Warum muss ich da 10.000 haben? Das ah doch, muss wirklich 10.000 haben. Deswegen. Wir schauen mal was. Das, hups, hups. Alles an. Und er geht in den Descent. Außentemperatur ist minus 7 Grad. Schön gemütlich runter. Wir gehen auch gleich auf 3000.
Mein Cool war Traffic aus Primbein 80 Uniform Turning on Alas 08 Left 14 Demi. Dann, Approach-Modus scharf. Wir armen die Ground Spoiler. Wir machen. Dual Autopilot on. Und es regnet. Das ist aber schön. So, bleibt's auch voll. Ignition on. Wegen Regen. Dann Kurtrepublik Osprey 980 Uniform und Final Zero at Left 90 Me. Ja, dann bleibst du. Und bleibst free. Landebahnbefeuerung ist in weit. Dann Pilot zu aus. Manual Flight.
100 above. Minimum 100. Continue. Flight slope. 40, 30, 20. Retard. 5. Not. Vancouver Traffic Osprey 980 uniform vacated 08 left. So, flaps up. Spoilers this time. Engine anti-ice geht off. Die landing lights gehen off. Taxi lights. On. APU master switch on. Das geht off. Ignition geht off. APU start. Dann brauchen wir kein Wetterradar mehr. Das brauchen wir nicht mehr. Das setzen wir schon mal zurück. Und dann rollen wir zum Parkplatz Nummer 83A. Gate. Next. 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 Und es geht als weiter. No. Und Air Canada darf das gerne handeln. Und dann rollen wir. Gerade auf Mike, dann Tango, jawoll. Dann Flight Directors auf, das auf. Das klären wir. APU is available, APU please da. Das da. Auf. Left on Mike. Right on Tango. And then. Einmal gleich rechts. Ah, es war eine schöne Landung, hat mir Spaß gemacht. Die nächste rechts und dann noch die 83 an. Und hier wird abgeflogen. Und dann herzlich willkommen in Vancouver. Und die 83. Und hier noch.
Parking brake is set. Done. Because standby, engines off. This flight. Oops, get off of auto. And beacon off. This is ice. External power. Darf acht fahren. Und dann hätte ich gesagt, haben wir schön eingeparkt. Ich gehe gleich weiter. Die Request. The boarding ein. Requested. Die boarding. Und let's take a short break. Wir sehen uns gleich wieder im zweiten Teil. So, hallo, herzlich willkommen zurück. Es geht weiter nach Prince George. Ja, hab ich verstanden. Ja, alles gut. Mit Osprey, Hugh, Quebec. Das habe ich noch mal vergessen, wir deboarden. Please use your airplane fuel system to set the desired fuel quantity. So. Wir resetten das mal. So. Und so on. Wir haben 14:50, wir starten 15:10. In 15. Please use your airplane fuel system to set the desired fuel quantity. Wahnsinn. Und aircraft pass time 9 minutes. And so on. Let's start setting up. Roger. Wir sind hier safe. Das ist alles checked. Da an. Eckmenü. HSU. C-Menü. Land init. Und init request. Und in der Zwischenzeit fällt mir gerade noch ein. Start a new flight. Also ich muss mich noch warten. Connecten. DVX DVX to Quebec Cost Index mal gucken ist 6 0
Cruising Flight Level auf der Strecke ist 3.0. Erste Init brauchen wir nicht. Wir requesten einmal Winde. Dann Flight Plan Departure 08 Right via und Insert. Okay. Initial Climb setzen wir 6000. Die schmeißen wir jetzt aus. Neuer Flug, neues Glück. Und wie weit ist das Tanken? Das Tanken ist abgeschlossen. Dann kommt der Catering Vehicles are on their way. Ups. Performance Page. Nein, wir müssen noch in die zweite Seite machen. Gerade ein. 59,1. Tonnen. Backstrich 31.2. Joule 5,8. Zum Alternate 1,7. And das kommt clear, das kommt clear. Und wir akzeptieren das. Da können wir hier schon mal reingucken. Das lädt noch. Da hier. Wir starten von der 08 rechts. Hunter has engine packs on. Wir haben keine Intersections. Dann rechnen wir das mal aus. Das sieht doch ganz gut aus. So, Catering läuft. Dann lass uns doch mal angucken, wie wir. Ne, das machen wir.
Are you ready for the departure briefing? Go ahead. So, mein Freund, wir starten auf der 08 rechts mit Flaps 1. Rimmung wie im FMS hinterlegt. V1, 151, wie er geplant. 151. Aber wir können es gerade auch endgültig berechnen. Und dann rechnen wir einmal neu. Es wird sich nicht viel ändern. Ah, doch, ein bisschen schwerer sind wir geworden. Schade. Also starten wir mit. So, wir sind ja auch im Bett. Ne? Bett. Bett. Und rechnen neu. V1136. V2146 und V rotate 146. V148. Flex Temperature wird sein 68 Grad. Wir steigen dann entsprechend mal gerade noch gucken. Pick of CG ist wahrscheinlich schon. Haben wir schon Load Sheet? Nein, leider noch nicht. Das ist nicht schlimm. Sieht aus. So. Da. Let's check it out. So, dann. Charts. Wir starten Richtung Osten. Auf der 08 rechts. Kleinbedorf Runway Heading auf 7000 Fuß. Drehen dann nach links. Zu unserem ersten Enroute Wegpunkt. Der da wäre Dollar. Ja. Im Moment Regen hier in Vancouver. Der Wind. ...90 bei 9 Knoten. Ja. Aber ansonsten sollte das relativ problemlos möglich sein. Ja. Any questions? No questions. Very nice. Ja. Cockpit Preparation Checklist. Gear pins and covers. Removed. Fuel quantity. Five, eight, four, zero Hi. Kilograms. Security and safety check are all done. Are we good to start boarding? Boarding requested. Yes, please. Okay. We have 5840 kilogram. Five, eight, four, zero kilograms. Seat belts. On. AD ears. Nav. Barrow ref. 1014 set. 1014 set. Cockpit preparation checklist completed. So sieht's aus. Boarding läuft. Wir programmieren unsere Performance-Page. Bouncy 03, 68. Zero fuel at sushi. Takeoff sushi is 30.
So, Boarding läuft. Wir warten. Er steht, dann ist alles auf rechts. Ja, geil. Auf jeden Fall schön, dass mein Co-Pilot wieder gesund ist. Ja. Finde ich gut. Dann macht das wesentlich mehr Sinn. Unsere Company Message ist da. Schön. Da ist er doch. 59 Tonnen. Schrägstrich. I'm right next to her. Thank you. 31,3. And accept. Ich auch. Und so, dann warten wir, bis das Boarding fertig ist.
So, weiter geht es. Hi guys, here's the load sheet for you. Thanks. No problem, have a safe flight. So, Beacon on. Windows closed, das ist alles. Unpacken, Break is on. Ja, dann pushen wir, hätte ich gesagt. Ne? Before start checklist. Parking brake. Set. Takeoff speed and thrust. Hello, Captain. We are ready for pushback. 136, 146, 148, flex 68 degrees. V1, 1, 3, 6, VR, 1, 4, 6, V2, 1, 4, 8, flex temp, 6, 8 degrees. Windows. Departure checks completed. Beacon. Bypass pin inserted. On. Before start checklist completed. Locking gear. Both right, tail left. Release parking brakes. Commencing push. All engines clear. Start at will. Starting engine 2. Okay. Ja, manchmal macht PSX komische Dinge. Starting engine 1. Okay. Parking brake. Waiting your confirmation for a good engine start. Cockpit to ground. We have a good engine start. You can disconnect. After start checklist. Anti-ice. Engine anti-ice on. Engine anti-ice on. E-cam status. Unlocking gear. Checked. Pitch trim. Truck disconnected. Bypass pin removed. Left is clear. Right is clear.
set and checked. Rudder trim. Neutral. After start checklist completed. Flight controls check. Ready. Full up. Full down. Neutral. Full left. Full right. Neutral. Full left. Full right. Neutral. Bypass on. Clear left side. Clear right side. Brake check. Pressure zero. Exit checklist. Flight controls. Checked. Checked. Flap setting. Config 1 plus F. Config 1 plus F. Radar and predictive wind shear system. On and auto. Engine mode selector. Ignition. ECAM memo. Takeoff, no blue. Taxi checklist completed. Oh, wir müssen leider auf die andere Seite vom Airport. Oh, ein britischer Airbus A380 steht hier. Schön. Oh, da. Das weiß ich immer so vertrieben.
Vancouver traffic, Osprey 2, Quebec, crossing runway 13. So, da wollen wir. For departure. Takeoff runway confirm. Approach path clear of traffic. Cabin crew be seated for takeoff. Lineup checklist. Takeoff runway. 08 right confirmed. Runway 8 right confirmed. Vancouver traffic, Osprey 2, Quebec, lineup and takeoff 08 right. Lineup checklist. Lineup checklist. Take off. Take off. Stirbt's. Okay, wir sind ready. Take off. Thrust set. Oh, okay. V1. Rotate. Positive climb. Gear up. Gear up. Gear up. Packs 1 and 2. Console checklist. Roger. Gear up. Gear up. Good. Autopilot 1 on. Und wir gehen auf 340, das war direkt.
Wipers off. Flaps zero. Speed checked. Flaps zero. So, etwa 58 Minuten bis zum Ziel.
Muss ich mal gleich angucken. So, gibt's mal noch eine Map. Achso. Standard cross-checked. Passing flight level 191. Engine anti-Ice geht auch. Now.
Der Holbridge, nicht wahr? Hervorragendes Wetter am Zielflughafen haben wir. Schönes Wetter. Herrlich. Seatbelts off.
So, gleich erreichen wir Reiseflughöhe. 34.000 Fuß, da bleiben wir tatsächlich gar nicht so lange. 120 nautische Meilen, das ist nicht lange. You have control. I have control. Ich gehe kurz in den Hintergrund für ein paar Minuten. So, herzlich willkommen zurück. Wir nähern uns unserem Top of Descent. Wir haben ordentlich Seitenwind von links, leicht von hinten mit 115 Knoten, sag ich mal. Nun gut. Are you ready for the approach briefing? Are you ready for the approach briefing? Go ahead. Ja, hallo nochmal. Wir fliegen jetzt an Prinz George. Uns erwartet das Yankee Approach auf die Runway 15. 3350 Meter Runway, sag ich mal. Der Flughafen selber 2231 Fuß, unser Minimum bei 2432 Fuß, etwa 200 Fuß über Ground. Wir erwarten da die Kollegen von Prinz George es nicht so mit dem Schneeräumen haben, eine vielleicht leicht kontaminierte Runway. Und dann schauen wir mal kurz in unseren Chart hinein. Wir fliegen über Epcot an, dann Otoku bei Wohles will ich 4200 Fuß haben und dann geht's aufs Anfang. Ganz einfacher Anflug für den ILS Approach. So, läuft es doch ganz gut. Any questions? No questions. I have control. You have control. Dann bringen wir mal ein. Für das 200 Fuß und dann geht's gleich in den Descent. Sag ich mal. Ne? Da ist noch eine dicke Wolke vor uns. Das ist sehr schade. Ansonsten haben wir ja Lichtflugbedingungen. Hier. Schauen wir mal, wie gut wir runterkommen. Das geht jetzt alles sehr Schlag auf Schlag. Ah, schon Wolken bei 7100 Fuß. So werden wir relativ schnell drunter kommen. Wir beginnen mal unseren Descent, dass wir da leicht runtergehen. Und dann gehen wir mal so Daten hier ein. Von 002. Temperatur am Ziel 6 Grad. Der Wind mit 180 bei 7. Genau aus südlicher Richtung. Ja, Full Flaps Landung machen wir. Und unser Minimum bei 2432. Hm.
Mach es so. Ja, hier, lass mal jetzt. Ja? Zurück geht es abwärts. Das ist deutlich. War eigentlich drin, ne? Naja, okay. Engine und her, so. One, zero, zero, two, set, passing, 1,6,800. Now. A bit of speed brake rein. Ah, das war hier. Ja. War Fehlfunktion an meiner Hardware leider. Hier.
Approach Checklist mal mal erst unter 10.000. So, erstmal habe ich Speed raus. Gentlemen, we'll be arriving at our destination shortly. If you are making a connection to another flight, please see the customer service agent meeting this flight or video monitors inside the terminal for connecting gate information. For your continued safety, flight attendants will now walk through the cabin to secure it for landing. We'll be collecting all service items, newspapers, and any other items you wish to discard or may not be taking off the aircraft with you. Also, in preparation for landing, please turn off all electronic devices. Stow these devices and all other carry-on items. Please use caution when opening overhead bins as items may have shifted during our flight. Please stow your tray tables and return your seats to their upright position. Approach checklist. Security of your Barrow ref. 1002 set. 1002 set. Seat belts. On. Minimum. Set and checked. Auto brake. Low armed. Engine mode selector. Normal. Approach checklist completed. So, Engine runter, es geht ab. Das tut mir auch richtig leid.
Radar altimeter alive. Prince George, traffic Osprey 2 Quebec turning on ILS 15, 10 DME. Da vorne ist die Rampe. Wunderschön. Perfekt. Angefangen. Church Traffic, Osprey 2 Quebec on final 15, 7 DME. Flaps 1. Speed checked. Flaps 1. Weird. Ordentlich Gegenwind, das heißt, der Kleinfahrt, aber es wird gleich weniger. Gear down. Gear down. Flaps 2. Cabin crew be seated for landing. Speed checked. Flaps 2. Flaps 3. Speed checked. Flaps 3. Flaps 4. Speed checked. Flaps full. Landing checklist. ECAM memo. Landing no blue. Landing checklist completed. $1,000. $1,000. $100 above. Minimums. $100. Flight slope. 40, 30, 20. Retard. Spoilers, reverse green, decel.
70 knots. So, jetzt muss ich leider die komplette Runway zurückrollen. Und dann gucken, wo ich parke. Was ist das für Windsocke? Das ist auch geil, oder? Was? Prinz George Traffic Osprey to Quebec Backtrack Runway 33. Da bin ich leider mal gebounced. Ja. The requested position is already assigned to another aircraft. That's why. Prince George Traffic Osprey to Quebec vacated runway. Checklist. Radar and predictive wind shear system. Off. After landing checklist completed.
I've got an engine too. Cabin crew, disarm slides and course check. This parking is too small for your aircraft. The boarding requested. Parking checklist. Parking brake or chocks. Set. Engines. Passenger's bus off. Is coming. Wing lights. Set and checked. Fuel pumps. Off. Parking checklist completed. So, Freunde der Nacht, das war's an der Stelle. Wir lassen jetzt hier noch die Borden. Und ja, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Flug. Ciao.